Hallo liebe Freunde des Rechts, heute möchte ich mit euch über Rechtsanwaltskosten sprechen. Darüber, was sollte ein Anwalt kosten, was kostet er und wie sollte ich meinen Anwalt bezahlen, wenn ich denn die Wahl habe, zwischen verschiedenen Abrechnungsmethoden, wie zum Beispiel RVG oder Stundenhonorare, zu wählen. Und bei der Gelegenheit können wir auch klären, unter welchen Umständen wir eigentlich die richtige Kanzlei sind oder wann wir eben nicht die richtigen sind und ihr euch lieber nach einer anderen Kanzlei umsehen solltet. Wir rechnen nach Stundensätzen ab. Stundensätze betragen im Jahr 2022 280 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Das ist mittlerweile ein üblicher Stundensatz hier in der Region. Großkanzleien haben natürlich höhere Stundensätze. Die sind dann für Associates oft 350 bis 400 Euro. Für Partner können das durchaus auch 800 Euro werden. Pro Stunde zuzüglich Umsatzsteuer, wohlgemerkt, mag einem manchmal absurd erscheinen. Und wenn man dann im Vergleich dazu betrachtet, wie die Vergütung des Anwalts bei einer RVG-Abrechnung aussieht, dann sieht man doch, dass da sehr große Spannen sind. Und es wäre gelogen, wenn man behaupten würde, man bekommt für diesen unterschiedlichen Preis immer die gleiche Leistung. Schauen wir uns also an, wie eine RVG-Abrechnung aussieht. Und jetzt habe ich mir mal einen Beispielsfall mit einem Gegenstandswert von 10.000 Euro. Stellen wir uns also vor, der Kläger geht zum Anwalt, sagt, ich habe ein Darlehen über 10.000 Euro abgeschlossen, mein Darlehensnehmer bezahlt es nicht zurück, bitte besorgen Sie mir schnell einen Titel, damit ich vollstrecken kann, bevor der sich über alle Berge macht. Die Sache ist eigentlich ganz einfach und eindeutig. Nach dem RVG richtet sich das Honorar des Anwalts nach dem Gegenstandswert, hier 10.000 Euro, das ist jetzt hier aus einem RVG-Rechner aus dem Internet und da gibt es eine außergerichtliche Gebühr, ich habe das ein bisschen gerundet und vereinfacht. Außergerichtlich, also bevor man vor Gericht geht, verdient der Anwalt 800 Euro ungefähr. Und würde man das jetzt umrechnen auf ein Stundenhonorar, dann könnte man sagen, bei 200 Euro pro Stunde, dass er dafür 4 Stunden aufwenden könnte. Würde er 8 Stunden für den Fall außergerichtlich brauchen, dann wäre das Honorar entsprechend nur 100 Euro. Und wenn es 16 Euro wären, und das kann passieren, dann hat der Anwalt pro Stunde eben 50 Euro Umsatz gemacht, nicht verdient. Denn bei 50 Euro ist sicherlich kein Gewinn mehr übrig, denn die Fixkosten und die laufenden Kosten sind mit Sicherheit höher als 50 Euro pro Stunde. Es sei denn, er schafft es, wahnsinnig viel zu arbeiten. Falls der Fall vor Gericht geht, und das passiert zum Beispiel dann, wenn der Gegner nicht einverstanden ist mit der Forderung, also sie nicht sofort bezahlt, insbesondere auch die Rechtsanwaltskosten nicht sofort bezahlt, dann wird ein Teil der außergerichtlichen Kosten angerechnet. Das sieht man jetzt hier bei diesem minus 399. Das, was zusätzlich an Kosten entsteht oder verdient wird für den Anwalt, sind etwa 1140 Euro. Man könnte sagen, dafür kann man nochmal etwa 6 Stunden bei einem Stundensatz von 200 Euro arbeiten. Und das ist, obwohl der Gegenstandswert von 10.000 Euro ja gar nicht so niedrig ist, eigentlich knapp kalkuliert. Denn wenn man sich überlegt, der Mandant ruft an, spricht schon eine halbe Stunde mit dem Anwalt darüber, ob der überhaupt der Richtige ist und den Fall entgegennehmen kann. Dann kommt er vorbei, schildert den Fall mit all seinen Einzelheiten, legt Dokumente vor, kommt vielleicht noch ein zweites Mal. Da ist dann leicht mal eine Stunde oder anderthalb damit verbracht, dann sind schon 2 Stunden rum. Der Anwalt sagt, okay, ich schreibe einen Brief an den Gegner. Das Diktieren dauert vielleicht eine halbe Stunde, mit Korrekturlesen eine Dreiviertelstunde, dann wird das verschickt. Vielleicht wird es vorher dem Mandanten nochmal vorgelegt, so eine Rücksprache. Der Mandant ruft nochmal an und sagt, da stimmt was nicht, das müssen wir etwas anders schreiben, das haben Sie falsch verstanden, also noch eine Korrekturschleife. Dann sind für das Schreiben 1,5, 2 Stunden vielleicht auch schon ins Land gegangen und ruckzuck sind die 4 Stunden rum und der Gegner hat noch nichts getan, sondern nur ein Anwaltsschreiben bekommen. Natürlich kann es auch schneller gehen, wenn man effektiver arbeitet und sich nicht so sehr verquatscht und die Mandantengespräche kurz hält, kein Kaffee, alles am besten online. Aber es kann ja durchaus sein, dass der Gegner sich dann einen Anwalt nimmt, ein Antwortschreiben schickt und viele Fragen aufwirft in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Und so manche außergerichtliche Akte hat dann auf einmal 2, 3 Daumen Dicke, weil eben nicht nur 1, 2, sondern 5, 6, 7 Schreiben hin und her gegangen sind, weil man sich darüber streitet, unterschiedliche Betrachtungen zu der Rechts- oder Sachlage hat. Und das Honorar des Anwalts bleibt gleich. Also nach dem RVG sind es bei der Kappungsgrenze von 1,3 Gebühren weiterhin eben diese 800 Euro, ganz gleich, ob der Anwalt jetzt 4 Stunden oder 16 Stunden dafür verbringt. Und jetzt könnte man als Mandant sagen, es ist ja nicht mein Problem, wenn der Anwalt so lange braucht oder wenn der Fall so schwierig ist oder er es nicht geschafft hat, den Gegner zu überzeugen. Aber was passieren kann, ist Folgendes. Es kann sein, dass der Anwalt die Lust am Fall verliert.
Jetzt kann man sagen, das ist ja total unprofessionell. Der soll den Fall natürlich gut bearbeiten, ganz gleich, ob das 20 Stunden dauert oder 2 Stunden. Aber seien wir ehrlich, der Anwalt schafft es nicht, den Fall ohne Vorbehalt auch in der 20. Stunde zu betrachten, wenn er eigentlich weiß, dass er mittlerweile bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 40 Euro angelangt ist und ist wahrscheinlich bereut, dass er den Fall überhaupt entgegengenommen hat und findet, dass der Fall nur deswegen so kompliziert ist, weil der Mandant so schwierig ist, weil er nicht alles von vornherein auf den Tisch gelegt hat oder weil so viel gestritten wird oder weil so viele andere Sachen hier noch mit behandelt werden, die eigentlich nichts zur Sache zu tun haben, weil der Anwalt sagt, mich interessiert nur der Darlehensvertrag und nicht die persönliche Beziehung zwischen den Parteien vorher. Kann also sein. Und wenn wir uns das gerichtliche Verfahren anschauen, kann es eben sein, dass mit den 6 Stunden zusätzlich damit muss ja die Klageschrift gefertigt werden, abgestimmt werden, die Beweismittel sortiert werden. Es muss vielleicht, also hier mit einkalkuliert ist ja auch der Termin, Anfahrt zu einem Gericht. Vielleicht gibt es einen weiteren Termin, also hat man 2 oder 3 Termine für eine Beweisaufnahme, Zeugeneinvernahme. Da gibt es keine zusätzlichen Gebühren, sondern das muss in diesen 1140 Euro drin sein. Und dann gibt es ein Urteil, was man vielleicht auch noch erklären muss, oder es wird ein Vergleich geschlossen. Beim Vergleich entsteht noch eine zusätzliche Gebühr, also lassen wir das mal kurz aus der Kalkulation außen vor. Für Anwälte ist das nun hochattraktiv, einen Vergleich zu schließen, weil man daran nochmal extra verdient. Dieses ganze RVG-Geschäft führt manchmal dazu, dass ein Anwalt gut verdient, manchmal grauenvoll und spiegelbildlich, dass der Mandant manchmal für ein einziges Schreiben auf einmal 2000 Euro bezahlen muss oder andererseits für einen sehr, sehr umfangreichen Prozess nur eine niedrige Stundengebühr bezahlen muss. Und das führt also dazu, dass der Vorteil des einen der Nachteil des anderen ist. Und deswegen ist die Abrechnungsart, die wir vornehmen, immer nach Zeit. Das heißt nicht, dass das immer günstiger ist, weil wir wissen ja nicht vorher, ob man auf der Gewinner- oder der Verliererseite ist. Ich glaube allerdings, dass die Fälle, wo der Mandant günstig davonkommt, vielleicht auch Fälle sind, wo der Fall nicht mit der gleichen Hingabe bearbeitet wird. Das ist vielleicht eine Unterstellung, wenn ich sage, jemand, der, wie gesagt, an der 20. Stunde dran sitzt, wird sich vielleicht nicht mehr so viel um diesen Fall kümmern, nicht so schnell zurückrufen. Wir machen das schon lange nicht mehr mit diesem RVG. Das hier, ich weiß gar nicht, ich habe das Buch im Regal gefunden, ist schon 5 Jahre alt, diese Auflage. Manchmal brauchen wir es nämlich doch, wenn wir vor Gericht sind, dann muss man nach diesen Gebühren die Kosten, die erstattet werden vom Gegner, abrechnen, denn man kriegt vom Gegner nicht die Stundensätze erstattet, sondern nur die RVG-Tabellengebühren. Und jetzt wollte ich auflösen, warum jetzt das für den einen besser oder schlechter sein kann, nach Stunden abzurechnen. Es gibt Fälle, die lassen sich tatsächlich sehr einfach bearbeiten. Und da kann es sogar sein, dass selbst ein Stundenhonorar günstig ist und dass auch das RVG-Honorar gut funktioniert. Da ist es also fast gleich. Es gibt Fälle, wo der Gegenstandswert extrem hoch ist und die extrem leicht sind, wo man nur ein Schreiben bräuchte. Und da ist man dann mit RVG schlechter dran. Aber diese Fälle sind ziemlich selten. Wir erleben es sehr selten, dass unsere Gebühren, die nach Zeit berechnet sind, niedriger sind als die RVG-Gebühren. So gesehen könnte man fast sagen, dass der Anwalt mit den Stundenhonoraren meistens besser fährt. Und das ist wahrscheinlich auch so. Sie sollten nicht einen Anwalt und schon gar nicht uns beauftragen, wenn Sie einen Fall haben, der einfach gelagert ist und deswegen nicht mit viel Zeitaufwand bearbeitet werden soll und der dann gleichzeitig auch einen niedrigen Gegenstandswert hat. Dann sind Sie bei einem Anwalt besser aufgehoben, der nach gesetzlichen Gebühren abrechnet. Es kann tendenziell auch so sein, dass die Anwälte, die nach RVG abrechnen, intern auch mit einem niedrigeren Stundensatz kalkulieren. In bestimmten Rechtsgebieten ist es ganz normal, dass zum Beispiel im Familienrecht weniger Geld verdient wird. Selbst wenn man immer wieder mal eine Scheidung hat mit einem Millionengegenstandswert, weil sich reiche Leute scheiden lassen, ist es doch im Mittel eher so, dass die Stundenhonorare, die sich ergeben aus der RVG-Abrechnung, etwas niedriger sind, sodass vielleicht auch die Schmerzgrenze bei diesen Anwälten vielleicht erst etwas später einsetzt. Also nicht erst, wenn der Stundensatz auf weniger als 100 Euro gesunken ist, aber das muss man raushören und das ist der eigentliche Punkt. Man muss sich überlegen, als Mandant,
ob das Honorar, was ich meinem Anwalt mit diesem Fall zahle, ausreicht, um ihn hinreichend zu motivieren, um den Fall zu führen. Aber das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich als Mandant manchmal gar nicht einschätzen kann, wie schwierig es ist. Wenn ich von meinem Anwalt aber erwarte, dass er immer hundertprozentig für mich da ist und beliebigen Zeitaufwand betreibe, dann sollte ich idealerweise auch bereit sein, jeden dafür notwendigen Aufwand zu bezahlen. Oder andersrum gesagt, es kann hilfreich sein, einem Anwalt sogar ausdrücklich ein Zeithonorar vorzuschlagen, wenn man die Befürchtung hat, dass die normale 0815 Standardbearbeitung, die vielleicht bei einem RVG-typischen Mandat entstehen würde, nicht ausreichend ist, um der Komplexität des Falles Rechnung zu tragen. Das ist jetzt eher bei Privatpersonen. Im geschäftlichen Umfeld gibt es ohnehin kaum Anwälte, die im Wirtschaftsrecht nach RVG-Gebühren abrechnen. Da ist es eigentlich allgemein üblich, nach Stundensätzen zu berechnen. Und da gibt es unterschiedliche regionale Unterschiede oder auch nach verschiedenen Rechtsgebieten. Wie gesagt, wir haben mittlerweile einen Stundensatz von 280 Euro, für Partner 380 Euro. Damit sind wir wesentlich niedriger als Großkanzleien, die bei Associates, also angestellten Anwälten, schon meistens über 300 oder häufig über 300 Euro liegen und bei Partnern mit astronomischen Summen von 400 bis 800 Euro manchmal aufwarten. Bei kleineren Kanzleien, die auch viele private Mandanten vertreten, sind Stundensätze von 230 bis 270 auch gelegentlich noch zu finden. Also kann es sein, dass man da ein paar Euro pro Stunde spart, wenn man sich eine Kanzlei sucht, die etwas günstiger ist. Und da können wir auch ganz offen darüber sprechen, wenn jemand zum Beispiel bei uns feststellt, dass die Fallbearbeitung eigentlich zu teuer ist, dass es sich nicht lohnt, so viel Geld und Aufwand zu investieren, kann man natürlich jederzeit die Bearbeitung auch beenden. Und das ist wiederum etwas, was bei einer Fallbearbeitung nach Zeit leichter ist als nach RVG. Denn wenn ich in einem RVG-Mandat, wo ich also nach Pauschalsätzen bezahle, den Anwalt wechsle, dann kann es sein, dass ich zwei Anwälte vollständig bezahlen muss. Also dass nicht dann einfach nur ein Drittel oder zwei Drittel der Gebühren fällig sind, sondern die Gebühr entsteht in voller Höhe mit der Beauftragung oder mit der ersten Entstehung der Gebühr. Und wenn ich aus eigenen Gründen wechsle, dann bekomme ich diese Gebühr auch nicht anteilig wieder zurück. Deshalb sind das so Überlegungen, die man anstellen kann. Im Internet kann man nachrechnen, was so ein Fall kosten würde, was so ein Prozess kosten würde. Und da stellt man natürlich fest, dass gerade bei den kleinen Gegenstandswerten, die auch günstig zu bearbeiten sind, für Anwälte die Sache einigermaßen unattraktiv ist. Wenn ich also bei eBay etwas gekauft habe für 200 Euro, es kommt nicht an, dann kann ich wahrscheinlich nicht erwarten, dass mein Anwalt für diesen Gegenstandswert dann viele Stunden an Recherchearbeit reinsteckt. Es sei denn, er hat wirklich große Leidenschaft für den Fall und für die Gerechtigkeit. Und wenn man so einen Anwalt gefunden hat, dann sollte man an ihm festhalten und ihn am besten als Geheimtipp niemand anders weitersagen. In diesem Sinne, bleibt gesund.